Um einen meiner liebsten YouTube-Fuzzis zu zitieren, Hello YouTubers. Heute möchte ich euch zeigen, was ich zusammengebastelt habe, was mein allererster tatsächlich sinnvoll einsetzbarer Krempel hier wird. Und zwar motiviert durch einen Arbeitskollegen namens Jürgen. Hallo Jürgen, der sehr, sehr gerne Zigarren raucht. Problem ist, für Zigarrenlagerung braucht man einen Humidor. Ein Humidor braucht die richtige Luftfeuchtigkeit, sonst gehen die Zigarren kaputt, vertrocknen entweder oder verschimmeln. Und selbstverständlich können wir ITler sowas nur in irgendeiner Art und Weise mit Software abbilden. Oder mit Hardware, eventuell, oder mit beiden. Und in dem Fall war es für mich jetzt einfach der Ansatz, um mal so ein bisschen was zu basteln. Und der erste Ansatz dafür ist das, was man hier bei mir auf dem Breadboard sieht, das Humidorium Version 1.0. Na, was haben wir denn da? Also wir haben hier drüben, ich drehe das mal so ein bisschen rum, komm her, einen Sensor, und zwar ist das ein DHT22 und das Baby misst Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Direkt daneben ein Bluetooth-Modul, das ist eins von diesen China-billigen HC05 oder wie die Teile heißen. Ein Atmega 23 als Mikrocontroller mit einem 16 MHz Quartz und hoppeli hopp. Hier noch ein LCD, so ein ganz billiges 1602 LCD mit dem üblichen, was man da halt so hat. Ne? Zeigt momentan also sehr schön die Messwerte an, die von dem Sensor reinkommen, von dem DAT22. Und man sieht, bei mir ist es relativ warm und relativ feucht. Und das, obwohl bei mir die Heizung momentan aus ist. Und das, na, was haben wir heute? Ich schau mal kurz nach. 5. April. Ja, für den 5. April ist das relativ warm in einem unbeheizten Raum. Das ist also die Hardware. Das Bluetooth-Modul, das da hinten vor sich hin blinkt, das blinkt da vor sich hin, weil, wie man hier sieht, das auch über Bluetooth rausgerotzt wird. Sehr schön. Und ja, was habe ich damit vor? Das Ganze soll möglichst zeitnah in einen Humidor eingebaut werden. Da wurde mir auch schon was zur Verfügung gestellt, was ich da benutzen kann. Da muss ich einfach mal gucken, wann ich mich traue, tatsächlich ein Loch zu bohren. Dann wird dieser ganze Krempel hier auf Lochraster gebastelt und dann kommt das da rein. Das ist natürlich noch nicht alles. Der Plan geht noch ein kleines bisschen weiter. Das nächste, was ich machen will, ist schon bestellt. Wie man hier bei meinen eBay-Käufen sieht, traumhaft eine Mini-Pumpe und Schlauch dazu. Ja, und wofür das? Ganz einfach. Ich will die Luftfeuchtigkeit nicht nur messen, ich will sie auch regeln. Wie ich das genau mache, weiß ich noch nicht, aber es wird irgendwas mit einer Pumpe, einem Schlauch und einem Schwamm zu tun haben. Ich werde auf jeden Fall ein Video machen, wenn ich es fertig habe. Ihr werdet es zu sehen bekommen. In diesem Sinne, verabschiedet euch vom Big Daddy, dem mein Kater kaputt gekloppt hat. Wir sehen uns bald wieder.